So, meine Lieben, ich fange jetzt mit Sicherheit zum 20. Mal dieses Video an. Das ist unglaublich. Also jetzt ist aber gut. Jetzt lasse ich es einfach so. Ich steigere mich da so sehr rein. Ich möchte natürlich aber auch keinen angreifen und muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Es ist ein ganz, ganz spontanes Video. Ich hatte eigentlich was anderes für euch vorbereitet, aber ich muss jetzt dieses Video online stellen, einfach auch für mich, weil ich der Meinung bin, dass wir Influencer, so schlimm sich dieses Wort auch anhört, dazu auch was sagen sollten. Also ich für meinen Teil, ich kann ja nur für mich sprechen. Dazu kommen wir aber auch gleich. Meine Söhne haben nämlich was aufgeschnappt von einem Influencer. Und da habe ich mir gedacht, nee, okay, stopp. Aber zunächst mal ist natürlich die Lage für mich, für meine Meinung sehr kritisch. Und das Ganze wird noch so ein bisschen ins Lächerliche gerückt, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass wir jetzt definitiv auch mal alle, vor allen Dingen alle, reagieren sollten und an einem Strang ziehen sollten. Ich sehe nach wie vor Leute, die draußen sitzen, in Bars, in Restaurants, sich amüsieren, feiern gehen und ich die Zukunft gesehen habe und die Zukunft immer noch sehe. Warum sage ich das? Meine Familienangehörigen leben in Italien, meine Mama lebt in Italien ganz alleine, was eine sehr, sehr belastende Situation ist, nicht nur für sie, sondern natürlich auch für mich, weil ich mir unglaublich viele Sorgen mache und ihr hier in Deutschland zum Teil nur die Bilder seht, die ihr zum einen sehen wollt und zum anderen die schönen Bilder. Die Italiener, die auf den Balkons tanzen, um 18 Uhr die Nationalhymne singen und zusammenhalten. Das ist es aber nicht. Das ist nicht alles. Ja, ich habe tatsächlich gestern Abend, und ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählen soll, weil es selbst mich total geschockt hat und eine schlaflose Nacht bereitet hat. Ich habe, sagen wir es anders, es würde euch doch auch mit Sicherheit total traurig machen, wenn, Gott bewahre, eure Oma stirbt, euer Opa und ihr zum einen nicht dabei sein könnt, wenn er stirbt und zum anderen keine Beerdigung stattfinden darf und kann. Was löst es in euch aus? Das ist doch dramatisch, oder? Ich habe ganz viele Särge gesehen, die aufgebahrt wurden in einer Kirche, weil keine Beerdigungen stattfinden können. Leute, was ist hier los? Und dann sehe ich hier im Gegensatz dazu Menschen, die sich draußen amüsieren, zusammensitzen, feiern. Und ich mir denke, Leute, bitte reagiert doch jetzt einfach. Lasst uns jetzt gemeinsam stark sein. Ich sag's euch, Italien hat sich das vor einer Woche auch noch nicht erträumen lassen, dass es so weit kommt, ja? Dass Schulen geschlossen werden, Grenzen abgeriegelt werden, wirklich drastische Maßnahmen jetzt auch in diesem Land erfolgen. Das muss doch die Leute aufwecken, oder nicht? Ja, scheinbar nicht. Nee, da wird sich dann darüber beschwert, dass Kinder jetzt 5 Wochen daheim hocken und dass man sich jetzt ununterbrochen um diese Kinder kümmern muss, wo ich mir denke, okay, nutzt doch die Zeit einfach mal positiv und denkt euch, wow, diese Zeit wird euch geschenkt, das ist ja ein Geschenk, das ist doch was total Schönes. Natürlich verstehe ich aber auch die, die arbeiten gehen müssen, gar keine Frage. Leute, wir müssen auch arbeiten, hier stehen Existenzen auf dem Spiel, Träume und natürlich Dinge, die man sich aufgebaut hat. Aber wir schaffen das nur gemeinsam. Dieser Egoismus und diese Verantwortungslosigkeit, dieses Denken, naja, es ist ja alles nicht so schlimm. Es ist nur in dem Moment nicht so schlimm, wenn wir daran arbeiten und wenn wir gemeinsam was tun. So, und jetzt ist die Kamera ausgegangen. Sorry dafür. Die wurde gerade zu heiß. Wahrscheinlich, weil ich mich gerade so aufrege. Also, jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, dass ich ein sehr positiver Mensch bin. Sono solare, das heißt, wenn ich irgendwo reinkomme, dann lächle ich und ich bin einfach fröhlich. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass mich diese Situation zweifeln lässt, was hier eigentlich los ist. Und ich das Ganze aber nicht panisch sehe und auch nicht voller Angst, sondern mit Vorsicht. Und ich denke, das ist genau das Richtige, was wir tun können, mit Vorsicht daran gehen, nicht unseren Lebensmut verlieren, nicht unsere täglichen, was wir mit unserer Familie haben. Ich kann jetzt nur das italienische Wort sagen. Aber
In Italien ist die Lage dahingehend wirklich so zugespitzt, dass die Menschen verzweifelt sind. Sie sind sehr, sehr, sehr traurig und sehr ängstlich. Und Angst ist eine schlimme Sache. Denn wenn sie wissen, dass ein Arzt wirklich entscheiden muss, wem er das Beatmungsgerät gibt und wem nicht, also bevorzugt dem Jüngeren, dann bekommt man natürlich Angst. Denn diese Grundversorgung, die ist nicht gegeben in dem Moment. Und dann macht man sich natürlich Sorgen. Das Coronavirus macht mir im Prinzip wenig Angst. Wir müssen einfach Zeit gewinnen. Das ist meine Meinung. Hier in Deutschland, wir müssen Zeit gewinnen, damit wir das passende Medikament jetzt endlich mal finden. Und dann kann sich das auch so ein bisschen lösen. Aber lasst uns doch die Zeit für uns sprechen, also spielen. Wie sagt man auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Und das schaffen wir nur, wenn wir jetzt zusammenhalten und nicht so respektlos und verantwortungslos sind und vor allen Dingen so egoistisch, einfach rauszugehen und zu denken, ach, ist doch mir egal, ich bin jung. Leute, das Problem ist, vor allen Dingen, was viele verkennen, dass die Krankenhäuser ja nicht nur für das Coronavirus da sind. Nee, die sind ja auch für Unfälle da, für einen Herzinfarkt, für andere Krankheiten, die Menschen ja jetzt schon haben und eben kein Platz mehr da sein kann, wenn wir so weitermachen. Ja? Und wie gesagt, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich möchte überhaupt gar keine Panik verbreiten. Ich habe es euch schon auf Instagram gesagt, aber wenn ich diese Bilder aus Italien sehe und eine Mama, die wirklich ganz alleine da sitzt, sie hat niemanden, versteht ihr das? Sie hat niemanden. Und wer geht für sie einkaufen? Sie hat keinen Autoführerschein. Sie ist wirklich auch total abgelegen. Also das Haus, sie hat keine Nachbarn und da sollte man doch ein bisschen jetzt einfach mal darauf schauen und sich nicht nur denken, ach Deutschland, Deutschland ist total reich und Deutschland schafft es und wir sind organisiert, sind wir. Aber nichtsdestotrotz sollten wir auch mal die Augen für andere öffnen. Genauso wie es mit diesen Hamsterkäufen ist. Ich kann das Wort ja schon gar nicht mehr hören. Im Prinzip ist es nicht verkehrt, wenn man anstatt nur einer Packung Nudeln zwei kauft. Denn dann muss man nicht so oft rausgehen. Es macht natürlich keinen Sinn oder es ist tatsächlich total gemein und egoistisch, wenn man dann 10 Packungen kauft und vor allen Dingen auch vielleicht auch so die ganz günstigen, weil es eben Leute gibt, die finanziell nicht so gut dastehen, dass sie sich dann die Barilla-Nudeln nur kaufen können oder eine andere Marke. So. Und die sind froh, wenn sie noch eine Packung kaufen können oder zwei. Versteht ihr? Und lasst uns doch einfach dahingehend auch mal mehr Rücksicht nehmen. Ich habe auch meine Nachbarin angerufen und habe gefragt, ob sie irgendwas braucht. Lasst uns das doch einfach machen, ja? Und lasst uns bitte in Gottes Namen mehr zu Hause bleiben, als unüberlegt rauszugehen. Ja, zu McDonald's gegangen ist, ist ja Sonntag, wir treffen uns alle bei McDonald's. Leute, ich flehe euch an, wirklich. Ich habe diese Bilder im Kopf. Ich sehe diese Bilder. Ich weiß, was da los ist. Wir wollen das doch eigentlich nicht, oder? Dass der Staat zu uns sagt, dass wir unsere Häuser nicht mehr verlassen dürfen. Ich wäre tatsächlich total froh, wenn der Staat sagt, okay, wir dürfen nicht mehr raus. Es sind nur noch Apotheken und Supermärkte geöffnet. Ich weiß, ich setze mich jetzt hier in ein Feuer mit dieser Aussage, aber es würde mich tatsächlich beruhigen. Ich weiß, dass hier unglaublich viele Existenzen auf dem Spiel stehen und die Wirtschaft natürlich, gar keine Frage. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht ganz blöd und es ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, dass wenn wir alle zu Hause bleiben, nichts arbeiten können und so weiter. Also wir sind ja alle nicht blöd und auf den Kopf gefallen, aber wenn es hier so weitergeht, wird es zu diesen drastischen Maßnahmen kommen. Ich sehe es an Italien, die hätten sich das, wie gesagt, auch nicht gedacht. Und nachdem jetzt hier diese Schritte eingeleitet wurden, sollte man sich vielleicht jetzt langsam mal Gedanken machen. Ja? Bayern, heute Morgen, der Söder hat den Katastrophenschutz ausgesprochen
für ganz viele verschiedene Dinge hier, Freizeitaktivitäten, Bars, Restaurants, nur bis zur bestimmten Uhrzeit. Das habe ich alles schon mal gehört. Das habe ich alles schon mal gehört, und zwar vor einer Woche. Ja, als meine Mama gesagt hat, ach weißt du, bis 18 Uhr dürfen wir jetzt noch in die Restaurants. Und wir müssen aber 1,5 Meter Abstand halten zum Nachbartisch. Ja, genau. Genau diese Nachricht kam heute hier in Deutschland. Mal schauen, was wir in einer Woche sagen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube einfach, dass für viele der Ernst der Lage, das ist denen noch nicht bewusst. Und in so einer Situation sollten wir jetzt einfach zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Wirklich, das sind wahrscheinlich für manche jetzt so Floskeln, die dahergesagt werden. Aber ich meine es wirklich ernst, weil ich Bilder in meinem Kopf habe, die ihr mit Sicherheit nicht sehen wollt. Und vor allen Dingen, weil ihr vielleicht jetzt auch noch denkt, kann uns alles nicht passieren. Ich wünsche es mir, dass es uns nicht passiert. Ich wünsche es mir sehr. Und wenn wir zusammenhalten, dann passiert uns das auch nicht. Ja? Genau, dass jetzt der wahre Charakter meiner Meinung nach zum Vorschein kommt von vielen. Und ja, wir sehen werden, wo diese Reise einfach hingeht. Wir haben uns hier in eine häusliche Quarantäne gesetzt. Das habe ich so beschlossen, natürlich mit meiner Familie. Ich habe meine Kinder schon früher aus der Schule raus, bevor es überhaupt von der Regierung kam. Schulpflicht hin oder her, da gehe ich lieber in den Knast, ne? So war mein Denken. Und ich habe sie aus der Schule raus und in dem Moment ging es mir ein Stück weit besser. Natürlich ist das nicht einfach. Das verstehe ich für alle die, die arbeiten müssen, die Geld verdienen müssen, die Kredite abbezahlen müssen und die ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, logischerweise. Aber wisst ihr was? Bei mir auf dem Konto kommt es nicht einfach so dahergeflogen. Wir müssen auch arbeiten, wir haben auch Existenzängste und wir haben nicht nur 1, 2, 3, 4 oder 5 Kinder, wir haben noch ein paar mehr Kinder, die wir tatsächlich noch mit unterhalten. Und da muss natürlich das Finanzielle auch irgendwo abgesichert sein. Aber wir können ja nur viel arbeiten, wenn wir gesund sind und gesund bleiben. Und das können wir auch nur, wenn die Gesellschaft jetzt mitspielt. Ja, es ist jetzt im Moment ein Spiel, das Spiel des Lebens, ja, mit sehr viel Risiko verbunden. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das gemeinsam, würde ich sagen, aber nicht so, wenn die Leute egoistisch da draußen rumlaufen und denken, ich gehe jetzt auf die nächste Party, mir kann nichts passieren. Und was ist, wenn sie unverschuldet in einen Unfall kommen und ins Krankenhaus kommen? Ich sag's euch, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Und zwar am Sonntagabend ist der Liam in die Notaufnahme gekommen. Leute, ich habe gedacht, es wäre der Albtraum meines Lebens. Und es war der Albtraum, denn in den Tagen davor dachte ich noch, oh Gott, bitte kein Krankenhaus, bitte kein Krankenhaus. Was passiert? Ich muss ins Krankenhaus mit meinem Kind. Ja, ich habe die Sterne am Tag gesehen, ne? Ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film. Dem Liam geht's gut, macht euch keine Sorgen. Der hat sich verletzt hier an der Oberlippe. Der hätte eigentlich genäht werden müssen. Wir haben dann mit Absprache vom Arzt uns dazu entschieden, dass es geklebt wurde. Mein Mann durfte übrigens nicht mit rein. Sicherheitsvorkehrungen 100%. Es herrschte eine sehr komische Stimmung, sehr angespannte Stimmung. Es waren trotzdem alle sehr, sehr nett und höflich und freundlich. Die haben sich alle Mühe gegeben, gar keine Frage. Also so wie ich das aus diesem Krankenhaus auch kenne. Ich selbst bin mit einem komischen Gefühl da reingegangen und glaub mir, mit 4 etwas größeren Kindern habe ich dieses Krankenhaus schon des Öfteren gesehen in der Notaufnahme. Leider, aber es war diesmal wirklich, sehr bedrückend, und ich habe dann auch gefragt, wie denn im Moment die Lage ist, und sie meinten, sie wissen, dass was kommt, aber sie wissen nicht, was kommt. Und du kannst dich ja ein Stück weit drauf vorbereiten, aber ja, also es gibt ja auch nur begrenzt dann irgendwann Mittel, ne? So. Und deswegen möchte ich da nochmal hier auf YouTube appellieren. Ich weiß, es gibt zig Videos und ihr könnt es vermutlich nicht mehr hören. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Arzt, ich bin Mutter. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr auf euch aufpasst und auf eure Mitmenschen. Und dass ihr einfach jetzt mal für euch
denkt, okay, ich muss ein bisschen zurückschrauben, es ist kein Problem, aber die Zukunft wird gut. Ja, in 2 Wochen können wir dann, oder 3 Wochen, wann auch immer, können wir wieder in den Cafés sitzen, in den Bars, uns mit Freunden treffen und auf das anstoßen, was wir geschafft haben. Aber so wird es alles ein bisschen schwieriger vor allen Dingen. Und dass die Zeit jetzt in Zukunft nicht leicht wird, könnt ihr euch denken. Wisst ihr, ich bin ja ein unglaublich positiver Mensch. Also jeder, der mir schon länger folgt, weiß das auch. Und ich bin jetzt auch nach wie vor so, dass ich trotzdem Freude natürlich am Leben habe und einfach das auch genieße jetzt zum Beispiel, dass meine Kinder zu Hause sind, dass das Wetter einfach jetzt im Moment schön wird und wir im Wald spazieren gehen können. Aber nichtsdestotrotz darf man das nicht außer Acht lassen, dass die Situation hier tatsächlich jetzt so langsam ernst wird. Und nicht langsam, sondern wir sollten nicht morgen reagieren, sondern heute. Und wenn ihr in den Medien hört, soziale Kontakte einfach meiden, dann macht es doch bitte auch. Denn es droht uns wirklich, ja, das so wie in Italien. Eine Quarantäne, ein Hausverbot, dass wir die Häuser nicht mehr verlassen dürfen. Und glaubt mir, das ist alles andere als lustig. Das kann man sich natürlich nicht vorstellen. Ich habe gestern mit meiner Tante telefoniert. 4 erwachsene Personen, 2 kleine Kinder, 70 Quadratmeter. Und das Ganze seit Tagen. Dass da natürlich auch gestritten wird, ich habe es gestern auf Instagram erzählt, bleibt leider nicht aus. Wir sind ja ein sehr temperamentvolles Völkchen und die Lage ist dort eben dahingehend auch zugespitzt, weil man auch Angst hat. Ich finde es einfach so schade, weil ich auf Instagram eben auch dazu appelliert habe, bitte nicht auf Spielplätze zu gehen und Sportplätze und so weiter. Natürlich ist es sehr verlockend mit dem Wetter und jetzt, wie gesagt, heute Morgen die Nachricht dann vom Söder, dass Spielplätze und Sportplätze gesperrt sind, also unter anderem. Und ich mir denke, ja, was habe ich denn euch gestern gesagt? Ich habe es ja schon miterlebt, ich habe das alles schon aus einem anderen Land eben gehört. Und da wäre es doch einfach total schön, wenn man sich daran hält. Ich weiß, dass die Kinder ausgepowert werden müssen. Das ist mir schon klar. Die können nicht den ganzen Tag in der Bude hocken und vorm Computer sitzen. Da muss ich natürlich auch aufpassen mit meinen Kindern. Aber hey, die haben Hausaufgaben, ja, das läuft alles. Und die haben nicht umsonst schulfrei. Das sind keine verlängerten Ferien, Leute. Definitiv nicht. Also die müssen Hausaufgaben machen, die müssen lernen. Und wir sollten jetzt nicht den nächsten Urlaub buchen, ja. Also habe ich jetzt auch gelesen, dass sich da ganz, ganz viele jetzt nach Urlaub umschauen. Die Kinder haben ja schulfrei. Die Kinder treffen sich mit anderen Freunden, gehen raus zum Fußballspielen und so weiter in Gruppen. Was haben wir jetzt daraus gelernt? Eigentlich gar nichts, ne? Weil dann könnten sie auch weiter in die Schule gehen. Naja, also ich merke schon, wie mir schon wieder der Puls steigt und deswegen glaube ich, beende ich an dieser Stelle das Video. Ich möchte einfach, wie gesagt, nochmal darauf gehend, wenn das jetzt gerade Deutsch war, sensibilisieren, dass wir darauf achten und dass wir jetzt einfach mal ein bisschen mit Bedacht hier morgens aufstehen und uns ein paar Gedanken mehr machen vielleicht, nicht negativ und nicht voller Angst, sondern gut in den Tag starten mit einem guten Gefühl, weil wir uns einfach daran halten, was wir jetzt im Moment eben tun sollten. Ja, das würde ich mir wirklich von euch wünschen oder von einigen von euch. Ich weiß, dass sich da ganz, ganz viele daran halten. Ich habe unglaublich viele Nachrichten auf Instagram. Mein Postfach ist explodiert. Wie toll es ist, dass ich da meine Meinung sage. Und ich bin eine der wenigen Blogger, die das machen und so. Ich weiß schon, warum sich andere nicht in dieses Feuer setzen. Das ist mir schon klar. Aber falsche Informationen zu verbreiten, so wie es eben meine Kinder dann mir auch wiederum gesagt haben, weil sie es von einem YouTuber gehört haben, es wäre alles nicht so schlimm, sie wären ja jung, habe ich meine Kinder dann natürlich gleich hier mal an den Tisch gesetzt und habe ihnen gesagt, wie die Lage aussieht. Und deswegen mache ich das einfach, weil ich dahingehend finde, dass die Reichweite diesbezüglich sinnvoll genutzt werden sollte, denn wir lieben alle Beauty, Kosmetik, schöne Klamotten, Reisen, aber hier geht es um unsere Gesundheit. Und um unsere Zukunft, um für unsere Familien auf jeden Fall und für unsere Lieben. Und ich wollte eigentlich noch einiges mehr dazu sagen, aber ich merke einfach, wie mich das aufwühlt
und ich nach den richtigen Worten suche, weil ich viele italienische Wörter hier in diesem Kopf habe und dann hier auf YouTube wird man ja gleich auseinandergenommen, wenn man irgendwie was Falsches sagt. Und ich glaube, die Message ist klar, die ich für euch gehabt habe. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Es wird ein ganz normaler Vlog, bei dem alles ganz normal läuft, weil der ja vor ein paar Tagen gedreht wurde und da die Situation natürlich noch nicht so war, wie sie jetzt ist. Ja. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ihr auch so schönes Wetter habt. Vielleicht geht ihr einfach ein bisschen spazieren im Wald. Nicht mit anderen und am besten nicht in der Stadt. Ja, das würde ich mir wirklich wünschen. Also, dann wünsche ich euch nur das Beste. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf und sehr, sehr gerne euer Feedback in die Kommentare. Ganz klar, da freue ich mich riesig. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!